Das Sonnensystem. Heimat unseres Planeten Erde. Aber wie gut kennen wir eigentlich unsere kosmische Nachbarschaft? Es gibt vieles, was wir vom Sonnensystem nicht wissen. Astronomen vermuten sogar, dass sich darin ein unbekannter Planet versteckt. Am äußersten Rand unseres Sonnensystems könnte sich ein großer Planet befinden. Ein neunter Planet. Woher könnte solch ein Himmelskörper stammen? Und wo verbirgt er sich? Es wird vielleicht Jahre dauern, Planet 9 zu finden. Aber wir werden es schaffen. Weltweit versuchen Astronomen, dieses Rätsel zu knacken. Einen geheimnisvollen Planeten zu entdecken, rund 1000-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Das wäre eine Sensation. Das Sonnensystem ist so etwas wie unser kosmischer Hinterhof. Seit Jahrtausenden versuchen die Menschen, die Geheimnisse des Alls zu erforschen. Aber trotz bahnbrechender Entdeckungen in den letzten Jahrzehnten gibt es noch viele Rätsel. Wir haben die Planeten beobachtet und mit Raumsonden besucht. Aber das bedeutet absolut nicht, dass wir das Sonnensystem begreifen. In den letzten 400 Jahren haben wir mit unseren Teleskopen kaum einen anderen Ort so gründlich abgesucht. Und trotzdem birgt das Sonnensystem immer noch große Geheimnisse. Ich finde es erstaunlich, dass wir vielleicht verborgene Teile unseres Heimatsystems noch gar nicht entdeckt haben. Neue Erkenntnisse von Weltraumforschern könnten unser bisheriges Bild des Sonnensystems ins Wanken bringen. Demnach scheint es so, als ob in den Weiten des Alls etwas Großes wartet, entdeckt zu werden. Im Palomar-Observatorium in Kalifornien, nahe San Diego, befindet sich eines der größten optischen Teleskope der Welt, das Hale-Teleskop. Mit einem Spiegeldurchmesser von mehr als 5 Metern. Die Kuppel ist gigantisch, fast so groß wie das Pantheon in Rom. Greg Hallinan jagt Eis- und Gesteinsbrocken im All. Der Astronom kartiert das Randgebiet des Sonnensystems. Falls es dort draußen einen Riesenplaneten geben sollte, müsste er Spuren hinterlassen. Unsere Sonne wird von 4 Gesteinsplaneten umkreist. Merkur, Venus, Erde und Mars. Dazu kommen die 4 Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Hinter dem 8. Planeten erstreckt sich der sogenannte Kuipergürtel. Rund 3 Milliarden Kilometer breit, mit unzähligen Objekten darin. Vermutlich Brocken, die bei der Planetenentstehung übrig geblieben sind. Die Suche nach dem rätselhaften Planeten 9 führt an den äußersten Rand dieses kosmischen Trümmerfeldes. Für einen scharfen Blick in den Kuipergürtel haben die Forscher eine spezielle Kamera entwickelt: Chimera. Ein Kran hieft Chimera in die Höhe. Jetzt heißt es Luft anhalten, dass nichts schief geht. Ich glaube, hier hat noch nie jemand ein Instrument fallen lassen. Es gibt sogar ein Foto, wie jemand zum Streich mal ein Lastauto von der Kuppel baumeln ließ. Mit Chimera an der Spitze ist das Teleskop jetzt bereit für eine Nacht unterm Sternenhimmel. Alle Systeme online. Fantastisch. Lass uns die Kameras drehen. Hilke Schlichting geht mit einer raffinierten Technik auf die Jagd nach Eisklumpen im fernen Kuipergürtel. Okay, gut.
Zusammen mit Helenen will sie herausfinden, wie viele Objekte sich in dieser Region verbergen. Jetzt sammeln wir Forschungsdaten. Manche Eisklumpen im Kuipergürtel reflektieren kaum Licht. Sie sind zu klein und zu weit entfernt. Es ist fast unmöglich, sie direkt zu erfassen. Um ihnen trotzdem auf die Spur zu kommen, benutzt Schlichting einen Trick. Über die Nacht hinweg beobachten wir die Helligkeit dieser Sterne sehr genau, weil wir praktisch sehen wollen, wie kleine Objekte im Kuipergürtel über dieses Feld reisen und die Helligkeit dieser Sterne dadurch abnimmt. Ein kleiner Schatten, verursacht durch einen Eisklumpen, der im Kuipergürtel das Licht einer fernen Sonne verdunkelt. Ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis. Aber diese Mini-Eklipse dauert nur Sekundenbruchteile. Um den winzigen Augenblick einzufangen, muss Chimera tausende Sterne gleichzeitig scannen. Wir haben hier zwei Kameras. Jede von ihnen nimmt 40 Bilder pro Sekunde auf. Und auf jedem Bild haben wir 5000 Sterne. Das machen wir 70 Nächte lang. Um diesen Datenwust zu bewältigen, hat Schlichting eine smarte Software entwickelt. Sie sucht die Helligkeitsschwankungen von 5000 Sternen automatisch ab und stellt sie als Grafik dar. Die Kurve zeigt das Licht eines Sterns. Die Ausreißer nach unten entstehen, wenn Objekte vor dem Stern vorbeiziehen und etwas von dessen Licht abblocken. Jeder Brocken, den Chimera aufspürt, verrät mehr über die Geheimnisse unseres Sonnensystems. Aber manche Objekte im Kuipergürtel scheinen nicht nach den Regeln zu spielen. Der berühmteste Himmelskörper in der Region ist Pluto, aus Eis und Gestein. 1930 entdeckt, war er lange Zeit Planet Nummer 9, bis er 2006 zum Zwergplaneten degradiert wurde. Und was seine Umlaufbahn um die Sonne angeht, ist Pluto ein echter Exzentriker. Sein Orbit lässt ihn erst über den scheibenförmigen Kuipergürtel steigen, dann taucht er wieder darunter ab. Und Pluto ist nicht der einzige Chaot. Andere Objekte verhalten sich sogar noch extremer. Was ist der Grund für dieses Phänomen? Zerrt vielleicht die Anziehungskraft eines großen neunten Planeten an den Orbits von Pluto und Co.? Im California Institute of Technology in Pasadena simuliert Konstantin Battegin die Flugbahnen von Kuipergürtel-Objekten mithilfe eines Supercomputers. Für eine einzelne Darstellung der Entwicklungsgeschichte unseres Sonnensystems braucht dieser Computer rund 3 Wochen. Um das Rätsel der seltsamen Orbits zu lösen, muss Battegin zunächst den Einfluss von Neptuns Schwerkraft herausrechnen. Der Eisriese liegt dem Kuipergürtel am nächsten. Das ist unser Sonnensystem von oben gesehen. Die lilafarbenen Linien gehören zu den Kuipergürtelobjekten, die am weitesten weg sind. Auffällig ist, dass all diese Orbits anscheinend in eine Richtung weisen. Sie scheren während ihrer Reise durchs Sonnensystem auf ähnliche Weise aus. Battegins Modell beschreibt auch Objekte, deren Umlaufbahnen sich weit vom Kuipergürtel entfernen. Es ist verblüffend. Diese Simulationen deuten auf eine weitere Anhäufung von kleinen Himmelskörpern hin. Deren Umlaufbahnen stünden in einem Neigungswinkel zu den Orbits der anderen Planeten. Das ist ziemlich abgedreht. Battegin glaubt nicht, dass Neptun allein dieses Phänomen bewirkt.
Diese Anordnung lässt sich nur durch die Existenz eines neunten Planeten im Sonnensystem erklären. Neptuns Anziehungskraft beeinflusst die Flugbahn der Objekte tatsächlich. Aber vor kurzem ist uns klar geworden, dass er nicht alleine dafür verantwortlich sein kann. Es muss noch etwas anderes da draußen geben. Und vermutlich ist es ziemlich groß. Ein neu entdeckter Planet im Sonnensystem wäre eine Sensation. Wenn es Planet 9 tatsächlich gibt, sieht er vermutlich ähnlich aus wie Neptun. Eine Welt aus Eis, umgeben von einer Hülle aus gasförmigem Wasserstoff und Helium. Den Forschern zufolge ist Planet 9 zwischen 30 und 180 Milliarden Kilometer entfernt. Eine Umrundung der Sonne dauert schätzungsweise zwischen 10.000 und 20.000 Jahre. Das Licht, das er reflektiert, würde eine Woche bis zur Erde brauchen. Um zu verstehen, wie der Planet an den Rand unseres Sonnensystems gelangen konnte, muss man untersuchen, wie es entstanden ist. Über die Entstehung von Planeten haben wir ein paar gute Theorien, sie sind aber noch sehr unvollständig. Als sicher gilt, dass das Sonnensystem mit einer nuklearen Reaktion beginnt. Vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren verdichtet sich die sogenannte Urwolke so stark, dass eine Kernfusion zündet. Ein Stern entsteht. Unsere Sonne. Um sie kreist ein dichter Nebel aus Gas und Staubteilchen. 15 Milliarden Kilometer breit. Planeten gibt es noch nicht. Manche Partikel sind nur Tausendstel Millimeter groß. Auf die Teilchen wirkt so gut wie keine Schwerkraft. Wie konnten sich aus dieser wabernden Wolke 8 große Planeten bilden? Vielleicht sogar 9. Ein Turm in Bremen könnte helfen, die Antwort darauf zu finden. Hier macht Jürgen Blum, Professor für extraterrestrische Physik an der Technischen Universität Braunschweig, Experimente mit der Schwerelosigkeit. Wir bekommen Schwerelosigkeit dadurch, dass wir die Kapsel mit einem Katapult nach oben schießen. Und das Katapult ist direkt unter meinen Füßen hier. Und dieses Katapult schießt die Kapsel da mit einer Geschwindigkeit nach oben, dass sie fast bis zur Decke dieses Vakuumtanks fliegt, dort langsam langsamer wird und dann nach unten fällt und hier unten dann wieder aufgefangen wird. Mit Hilfe dieser Kapsel will Blum untersuchen, wie Planeten entstehen. Unser Sonnensystem birgt möglicherweise ein außergewöhnliches Geheimnis. Einen riesigen Planeten, den noch nie ein Mensch gesehen hat. Der mysteriöse Planet 9 soll 1000 Mal weiter von der Sonne entfernt sein als die Erde. Aber wie könnte er dorthin geraten sein? Eine Antwort darauf soll ein Blick in die kosmische Geschichte liefern. Dafür kommen spezielle High-Speed-Kameras zum Einsatz. Die Kameras, die wir hier benutzen, nehmen 500 Bilder pro Sekunde auf. Das heißt, alle 2 Millisekunden ein Bild. Und wir müssen diese Geschwindigkeit haben, weil wir die Teilchenspuren aufnehmen wollen und sehen wollen, mit welchen Geschwindigkeiten 2 Teilchen miteinander stoßen und ob sie dabei aneinander haften. Am Fallturm in Bremen simuliert Jürgen Blum die Bedingungen, die zur Geburtsstunde der Planeten geherrscht haben könnten. Als Ersatz für die kosmischen Teilchen verwendet er feinen Kreidestaub. Verpackt in eine mit Kameras bestückte Kapsel, muss nun die Schwerkraft überlistet werden. Wir simulieren die ersten ungefähr 1000 Jahre im jungen Sonnensystem. Und wir machen das damit, indem wir kleine Staubteilchen nehmen
und die aufschütteln und unter Schwerelosigkeitsbedingungen zuschauen, wie diese Teilchen miteinander stoßen und sehen, ob sie aneinander haften und zu welchen Strukturen sie anwachsen. Und das machen wir hier im Fallturm innerhalb von 9 Sekunden. Während dieser kostbaren Sekunden verhalten sich die Staubteilchen genau wie im Weltall. Vom Kontrollraum aus erzeugt das Forschungsteam ein Vakuum im Schacht des Fallturms. Jetzt kann es losgehen. Die Kapsel schießt in die Höhe mit fast 170 Kilometern pro Stunde. Während des freien Falls schweben die Staubteilchen im Innern des Behälters in Schwerelosigkeit. Die Hochgeschwindigkeitskameras halten das Geschehen fest. Jürgen Blum ist von dem Ergebnis fasziniert. Wir kreieren hier eine Umgebung, die natürlich viel dichter ist als die im jungen Sonnensystem. Aber bis auf die Teilchendichte sind die Bedingungen sehr, sehr ähnlich wie im jungen Sonnensystem. Wir benutzen die gleichen Geschwindigkeiten, die Bedingungen des Vakuums sind dieselben und die Schwerelosigkeitsbedingung ist da. Auch ohne Schwerkraft wirkt etwas auf die Staubpartikel ein. Winzige Abweichungen der elektrischen Ladung sorgen für Wechselwirkungen an der Oberfläche der Teilchen. Der Staub fängt an zu verklumpen. Die Aufnahmen zeigen, wie die Klumpen aufeinanderprallen und aneinander kleben bleiben. Die Oberflächenkraft wirkt auf die Teilchen und verbindet sie. So könnten nach Ansicht der Forscher all unsere Planeten entstanden sein. In der Scheibe aus Staub und Gas, die um die neue Sonne wirbelt, klumpen nach und nach feinste Teilchen zusammen. Erst so groß wie Murmeln, dann wie ein Schneeball, der immer größer wird. Haben sie einen Durchmesser von rund 1 Kilometer erreicht, macht sich die Schwerkraft bemerkbar. Jetzt ziehen die jungen Himmelskörper immer mehr Material an. Aus dem kleinen Staubball ist ein massiver Gesteinsbrocken geworden. Nach kosmischen Maßstäben hat sich unser Sonnensystem ziemlich schnell gebildet. Von interstellaren Staubklumpen bis zu jungen Planeten hat es nur ein paar Millionen Jahre gedauert. Wissenschaftler verstehen heute besser, wie aus einer Gas- und Staubwolke Planeten entstehen konnten. Aber vieles bleibt rätselhaft. Wir wissen eine Menge über das Sonnensystem, aber vieles eben auch nicht. Es gibt viele Theorien, wie das Sonnensystem entstanden ist. Wo genau haben sich die Gasriesen gebildet und wo die Gesteinsplaneten? Wenn die Weltraumforscher herausfinden wollen, wo ein möglicher Planet 9 herkommen könnte, müssen sie diese Fragen beantworten. Das Very Large Array in Socorro, New Mexico, ist eine gigantische Forschungsanlage. Mehr als 2 Dutzend Radioteleskope erlauben es Astronomen, bei der Geburt von Planeten zuzusehen. Für mich als Astronomin ist es einfach nur fantastisch, hier bei diesen Teleskopen sein zu können. Es tut meiner Seele gut. Claire Chandler späht mit dem riesigen Radioteleskop in weit entfernte Sonnensysteme. Sie will wissen, in welcher Entfernung vom Zentralgestirn Planeten entstehen. Könnte sich ein Riese wie Planet 9 so weit weg von der Sonne überhaupt bilden? Dass ich diese Anlage für unsere Forschung benutzen kann, ist einfach beeindruckend. Das Sonnensystem, das Chandler im Visier hat, heißt HL Tauri und liegt 450 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Stier. Laut jüngsten Beobachtungen ist der Stern ein vielversprechendes Forschungsobjekt.
Chandler will ihn und seine Umgebung noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Junge Sterne liegen in einer so dichten Gas- und Staubwolke, dass der Blick auf das Zentralgestirn getrübt ist. Und hier kommen dann die Radiowellen ins Spiel. Optische Teleskope können das Spektakel um HL Tauri nicht erfassen. Aber Radiowellen durchdringen die Staubwolke. Mit Radioteleskopen können sich Forscher daher ein Bild von der Struktur der Wolke machen. Wenn man Radiowellen mit einer Wellenlänge von 1 oder 2 Zentimetern einsetzt, kann man sich Staubteilchen ansehen, die 1 oder 2 Zentimeter groß sind. Als ich HL Tauri das erste Mal beobachtete, sah ich diese fantastische Struktur inmitten der Scheibe mit all diesen Ringen, hellen und dunklen. HL Tauri gleicht unserer Sonne, mit einem großen Unterschied. Er ist ein junger Stern, nur 1 Million Jahre alt. Hier wird gerade ein Sonnensystem geboren. Die scheibenförmige Wolke rund um HL Tauri hat einen Durchmesser von mehr als 30 Milliarden Kilometern. Diese gewaltige Scheibe aus Staub und Gas ist etwas ganz Besonderes. Wir glauben, dass es am Ende wie unser Sonnensystem aussehen wird. Mit dem Radioteleskop kann die Astronomin durch den Staub spähen und die Struktur der Ringe offenlegen. Die Fotos zeigen, wie die Staubpartikel, aus denen später mal Planeten werden sollen, um den Stern angeordnet sind. Chandler muss sich also nicht nur auf graue Theorie verlassen. Sie kann den Prozess beobachten. Im innersten Ring haben wir einen deutlichen Klumpen gefunden. Hier ballen sich größere Partikel zusammen. Es ist eine spektakuläre Entdeckung, die sich im Ring rund um HL Tauri verbirgt. Der Staub kreist in gleicher Entfernung um das Zentralgestirn wie einst der Urnebel um unsere Sonne. Im Inneren der Wolke drehen sich kieselgroße Staubbälle in Turbulenzen. Ideale Bedingungen für die Entstehung größerer Objekte, vielleicht sogar von Babyplaneten. Dieser Staubwirbel könnte eine Planetenfabrik sein. Und um HL Tauri herum könnte sich ein Sonnensystem bilden, das dem unseren sehr ähnelt. Aber dort, wo nach den Berechnungen der Forscher Planet 9 sein müsste, gibt es nicht genug Material für einen so großen Himmelskörper. Je weiter man sich vom Zentralgestirn entfernt, desto kühler wird das Material. Es ist weniger dicht und es wird schwerer, daraus einen Planeten zu formen. Chandlers Forschungsarbeit hilft zu erklären, wo sich große Planeten bilden können. Aber der hypothetische Planet 9 kreist in einem Orbit, der außerhalb dieser Region liegt. Wie könnte er dorthin gekommen sein? Vielleicht müssen wir unser Wissen über das Sonnensystem überdenken. Hat das Sonnensystem schon immer so ausgesehen wie heute? Wir vermuten, dass dem nicht so ist. In grauer Vorzeit, vor rund 4 bis 4,5 Milliarden Jahren, könnte alles etwas anders angeordnet gewesen sein. Wir haben stets angenommen, dass das Sonnensystem ziemlich stabil sei. Seit kurzem dämmert es uns, dass wir vielleicht ganz schön falsch lagen. Neue Weltraummissionen geben Hinweise darauf, dass sich das Sonnensystem mehr verändert haben könnte als bisher angenommen.
Manche Astronomen glauben, dass sich am Rand unseres Sonnensystems ein bislang unentdeckter Planet verbirgt. Sie vermuten, dass es ein Gigant sein muss. Aber warum er so weit von der Sonne entfernt kreist, können sie noch nicht erklären. Sie vermuten aber, dass es etwas mit dem Asteroidengürtel zu tun haben könnte. In Filmen sind Asteroiden immer die Bösen. Man muss durch das Trümmerfeld fliegen oder es gibt eine Kollision mit entsprechender Katastrophe. Die Asteroiden in diesem Gürtel sind eine außergewöhnliche Mischung von Objekten aus dem Ursonnensystem. Materieklumpen, die nie von einem Planeten einverleibt wurden, und Bruchstücke, die vor 4 bis 4,5 Milliarden Jahren vielleicht einmal zu einem Protoplaneten gehörten. Der Asteroidengürtel ist wie eine Zeitkapsel. Er ist ein Überbleibsel des Urnebels, aus dem alle Planeten des Sonnensystems entstanden sind. Und hier könnte auch die Antwort liegen, warum der hypothetische Planet 9 so weit weg von der Sonne ist. Die einzigartige Zusammensetzung des Asteroidengürtels erlaubt uns einen Blick in die Urgeschichte unseres Sonnensystems. Am NASA Jet Propulsion Laboratory im kalifornischen Pasadena versuchen Forscher, die uralten Geheimnisse des Asteroidengürtels zu lüften. Mark Raymond leitet die Weltraummission Dawn. Wir befinden uns hier im Kontrollraum des JPL. Von hier aus wird das Deep Space-Netzwerk der NASA gesteuert. Und mit diesen Konsolen hier können wir es nicht nur kontrollieren, sondern auch mit den Raumsonden im Sonnensystem kommunizieren. Hier auf dem rechten Display können wir mehrere Antennen sehen. In Goldstone, Kalifornien, in der Nähe von Madrid in Spanien und ein paar in der Nähe von Canberra, Australien. Sie alle kommunizieren gerade mit Raumsonden im All. Dawn umkreist gerade den Zwergplaneten Ceres, der 1 Million Mal weiter von der Erde entfernt ist als die internationale Raumstation ISS. Die Raumsonde steigt dabei spiralförmig langsam in immer höhere Orbits. Dawn fliegt nicht mit normalem Sprit durchs All. Die Sonde hat einen Ionenantrieb. Davon habe ich zum ersten Mal in Star Trek gehört. Der Schub ist äußerst sanft und man kann ganz behutsam manövrieren. Der Ionenantrieb schickt die Sonde in ferne Welten. Ohne diesen Antrieb wären solche Missionen nicht nur schwierig, sondern unmöglich. In über 50 Jahren Raumfahrt ist dies das einzige Fahrzeug, das 2 extraterrestrische Ziele umkreist hat. Wirklich bemerkenswert. Für mich ist die Sonde ein echtes interplanetares Raumschiff. Dawns Hauptmission ist es, die beiden größten Objekte im Asteroidengürtel zu erforschen. Vesta, mit einem Durchmesser von mehr als 500 Kilometern, und Ceres, der mit knapp 1000 Kilometern fast doppelt so groß ist. Ceres allein macht ein Drittel der Masse des Asteroidengürtels aus. Er könnte helfen, das Rätsel um Planeten 9 zu lösen. Wir gehen hier an die Grenzen des technisch Machbaren. Vesta und Ceres sind noch weitestgehend unerforscht. Beide waren vor fast 4,6 Milliarden Jahren dabei, sich zu vollständigen Planeten zu entwickeln. Aber dann wurde ihr Wachstum gestoppt. Die Fotos, die Dawns Kamera liefert, zeigen Ceres so genau wie noch nie. Die Originalaufnahmen des kraterübersäten Asteroiden haben die Astronomen verblüfft.
Als Dawn die ersten Fotos aufnahm, bemerkten wir gleich diesen hellen Fleck. Es war faszinierend und es wurde immer interessanter, je näher wir rankamen. Die hellen Flecken verraten vielleicht ein spektakuläres Geheimnis, das unter Ceres Oberfläche schlummert. Ein Ozean aus Eis. Vielleicht gibt es auf diesem Zwergplaneten mehr gefrorenes Wasser als Süßwasser auf der Erde. Wenn Sonnenstrahlen auf Ceres treffen, verdampft an einigen Stellen Wasser aus der Tiefe. Mineralien aus dem Eis dringen an die Oberfläche und lagern sich dann als Salz auf der Kruste ab. Ceres hat offenbar mehr zu bieten, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Aber ist der Zwergplanet für solch große Eisvorräte nicht zu nah an der Sonne? Diese Frage gibt den Forschern beim zweiten Blick noch mehr Rätsel auf. Es hat uns sehr überrascht, auf Ceres Ammoniak zu finden. Auf der Erde ist die Chemikalie nichts Besonderes. Die Leute nehmen es als Putzmittel. Aber in diesem Teil des Sonnensystems hätten wir nicht mit Vorkommen gerechnet. Ammoniak kann wie Wasser zu Eis gefrieren. Aber das geschieht eigentlich nur in Regionen, die viel weiter von der Sonne entfernt sind als der Asteroidengürtel. Dort, wo sich Ceres jetzt befindet, ist es eigentlich zu warm, als dass sich bei der Entstehung des Planeten Ammoniak hätte bilden können. Das muss an einem Ort geschehen sein, der weiter von der Sonne wegliegt. Weiter als Jupiter, vielleicht sogar als Neptun. Warum Ammoniak auf Ceres vorkommt, ist ein Rätsel. Eine mögliche Erklärung ist faszinierend. Ceres könnte aus den frostigen Weiten des äußeren Sonnensystems stammen. Dort, wo sich der hypothetische Planet 9 befinden soll. Es kann sein, dass Ceres sich weiter weg von der Sonne gebildet hat, wo es kalt genug für Ammoniak war. Und dann wurde er durch eine Art Schwerkraftgedrängel der anderen Planeten an den Platz geschoben, den er heute hat. Wie muss man sich so ein Schwerkraftgedrängel vorstellen? Und hat vielleicht auch Planet 9 eine unfreiwillige Reise hinter sich? Die Planetenmigration gehört zu den großen Ideen der letzten 20, 30 Jahre. Planeten entstehen demnach in einem Teil des Sonnensystems und wandern dann in einen anderen. Diese Menge an Asteroiden mit solchen Orbits bekommt man nur, wenn Jupiter mal ins innere Sonnensystem gewandert ist und dann wieder zurück. Seit seiner Entstehung vor rund 4,6 Milliarden Jahren hat sich das Sonnensystem gewaltig verändert. Und die treibende Kraft hinter diesem Umbau war womöglich Jupiter. Forscher vermuten, dass der Gasriese eine folgenreiche Wanderung hinter sich hat. In den Kindertagen des Sonnensystems soll Jupiter näher Richtung Sonne gerückt sein. Den Zwergplaneten Ceres könnte er dabei mitgerissen haben, dorthin, wo heute der Asteroidengürtel ist. Ist bei einer solchen Planetenwanderung vielleicht auch Planet 9 verloren gegangen? Jupiter ist der Übervater der Planetenmigration. Wenn er sich bewegt, fliegt alles mit durch die Gegend. Auf dem Gipfel des 1300 Meter hohen Mount Hamilton in Kalifornien suchen Forscher am Lick Observatorium nach Beweisen für die Theorie der Planetenmigration. Der Astronom Steve Vogt vermutet, dass in unserem Sonnensystem nicht nur ein Planet, sondern viele verloren gegangen sind. Der Hauptspiegel unseres automatischen Planetensuchers hier misst 2,40 Meter. Kostenpunkt rund 4 Millionen Dollar.
Er soll Planeten aufspüren, die um fremde Sterne kreisen. Vogt hat das Teleskop so eingerichtet, dass niemand die Nachtschichten betreuen muss. Sobald die Sonne untergeht, öffnet es sich und sucht sich einen hellen Stern zum Fokussieren. Und wenn alles startklar ist, geht es automatisch seine Zielvorgaben durch. Dabei entscheidet es kurzfristig, welchen Stern es denn am besten als nächstes beobachten sollte. Jede Nacht geht das Gerät auf Planetenjagd. 365 Mal pro Jahr. Aber auch ein automatisches Teleskop braucht mal eine Pause. Für Wartungsarbeiten. Heute müssen Vogt und sein Team den Spiegel putzen. Bei Lichtwellenlängen geht es um Millionstel Millimeter. Und diese Oberfläche muss auf einen Bruchteil der Wellenlänge genau sein. Dieser Kollege hier ist verschmutzt und braucht eine neue Beschichtung. Dafür muss der ganze Spiegel raus. Vogt und sein Team brauchen das Teleskop, um das Licht ferner Sterne zu analysieren. Mit einem blitzblanken Spiegel geht die Suche natürlich schneller. Wenn ein Planet einen Stern umkreist, fangen beide Himmelskörper an, sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt zu drehen. So wie zwei Kinder auf einer Wippe um den Balancepunkt in der Mitte schaukeln. Beim Umkreisen lässt die Anziehungskraft des Planeten den Stern etwas wackeln. Diesen sogenannten Doppler-Wobble-Effekt nutzt Vogt, um Größe und Umlaufbahn möglicher Planeten zu berechnen. Die Ergebnisse jahrelanger Forschung haben das Team verblüfft. Die meisten erdähnlichen Planeten in fernen Sonnensystemen sind viel größer als unser Heimatplanet. Sie besitzen bis zu 10-mal mehr Masse und werden daher auch Supererden genannt. Einen vergleichbaren Kandidaten gibt es in unserem Sonnensystem nicht. Supererden sind wahrscheinlich Gesteinsplaneten mit einer dichten Atmosphäre aus Helium. Durch ihre große Nähe zum Zentralgestirn sind sie wahrscheinlich eher strahlende Höllen als eine zweite Erde. Auf uns wirken sie vielleicht exotisch. Aber Supererden sind im Universum vermutlich keine Ausnahme, sondern die Regel. Wir haben keine Supererden in unserem Sonnensystem. Sonnensysteme generell sind aber weit verbreitet. Und so gesehen scheint unser Modell eher ein Außenseiter zu sein. In den meisten Sonnensystemen, die Vogt beobachtet hat, gibt es Supererden. Warum also nicht bei uns? Unser Sonnensystem birgt trotz aller Forschungserfolge immer noch viele Geheimnisse. Vielleicht sogar einen noch unentdeckten Planeten. Vor Milliarden Jahren umkreisten womöglich noch mehr Planeten unsere Sonne. Vielleicht sogar eine Supererde, 10-mal größer als unser Heimatplanet. Liegt hierin vielleicht die Antwort auf das Rätsel um Planet Nummer 9? Offenbar hat die Natur eine Vorliebe für Sonnensysteme mit Supererden. Manchmal gibt es sogar gleich mehrere davon. Fast jedes Sonnensystem, das Forscher untersucht haben, beherbergt eine oder mehrere Supererden. Unseres aber nicht. Falls hier jemals solche Supererden existierten, wo sind sie jetzt? Für uns war es mit die größte Überraschung, dass ausgerechnet der häufigste Planetentyp in unserem Sonnensystem gar nicht vorkommt. Wir haben keine Supererde. Warum nicht?
Jupiter könnte vielleicht die Antwort auf diese Fragen liefern. In den Anfangstagen des Sonnensystems ist der junge, heiße Gasriese offenbar außer Rand und Band. Er walzt durch die Kinderstube der Planeten und kickt sie aus ihren Umlaufbahnen. Manche Himmelskörper werden direkt in die Sonne geschleudert. Supererden, die nah um das Zentralgestirn ihre Bahnen ziehen, haben keine Chance. Im kosmischen Billard versenkt Jupiter eine junge Welt nach der anderen. Eine ungewöhnliche Theorie. Aber sie würde erklären, warum es in unserem Sonnensystem keine Supererde gibt. Könnte die Rambo-Tour des Jupiter vielleicht auch einen Planeten in die andere Richtung geschleudert haben, weg von der Sonne? Der Astrophysiker Konstantin Bertigin hat ein Modell des Sonnensystems erstellt. Laut seinen Berechnungen müsste Planet 9 einen gigantischen Orbit haben. Der Gedanke, dass es im Sonnensystem einen weiteren Planeten gibt, vielleicht so groß wie eine Supererde, hört sich vielleicht verrückt an. Aber je gründlicher wir die Hinweise betrachteten, desto schlüssiger wurde die Idee. Bertigins Hypothese könnte neue Perspektiven in der Astronomie öffnen. Viele dieser Ideen erwachen auf einer simplen Tafel zum Leben. Die Gedanken einfach niederzuschreiben, erdet einen irgendwie. Man führt damit die jahrhundertealte Tradition in Mathematik und Physik fort und steht im direkten Dialog mit der Realität. Wir verschaffen uns eine Ahnung über das, was vor Milliarden Jahren passiert ist, nur indem wir ein paar Formeln aufschreiben. Ich finde das wahnsinnig anregend. Er glaubt, dass es sich bei Planet 9 um eine Supererde handelt, die der Zerstörung entgangen ist. Wenn das die Sonne ist und der rote Kreis hier der ursprüngliche Orbit des Jupiters, dann passierte damals wahrscheinlich Folgendes. In den ersten paar Millionen Jahren des Sonnensystems wurde die Umlaufbahn kleiner. Jupiter's orbit shrunk. Aber Jupiters Reisen sind mit dem Zerstörungstrip ins innere Sonnensystem noch nicht zu Ende. Der Orbit des Jupiters dehnte sich wieder aus. Und sein Gravitationsfeld wirkte dabei ähnlich wie ein Schneepflug. Jede Supererde, die sich außerhalb befunden hätte, wäre von ihm an den Rand gedrängt worden, in die kälteren Regionen des Sonnensystems. Vielleicht hat Jupiters Wanderung nicht nur Saturn, Uranus und Neptun auf ihre heutigen Umlaufbahnen geschoben, sondern auch den Planeten 9 an den äußeren Rand unseres Sonnensystems geschleudert. Dort hätte sich der verirrte Himmelskörper dann in einen Eisgiganten verwandelt. Manche Forscher vermuten, dass der Planet noch kälter ist als Neptun, mit einer Temperatur knapp über dem absoluten Nullpunkt. Es wird spekuliert, dass die verborgene Welt von einer dicken Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium eingehüllt ist. Der Planet selbst soll aus Gestein bestehen, mit einem Kern aus flüssigem Eisen. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Planet die zehnfache Masse der Erde besitzt. Damit könnte der gesuchte Himmelskörper die fehlende Supererde in unserem Sonnensystem sein. Laut unseren Berechnungen könnte Planet 9 rund 1000 Mal weiter von der Sonne entfernt sein als die Erde.
Wenn die Sonne so groß wäre wie eine Münze, wäre Planet 9 demnach einen Kilometer weit von ihr weg. Es ist äußerst schwierig, einen so weit entfernten, lichtschwachen Planeten zu sehen. Höchstens mit den größten Teleskopen könnten wir eine Chance haben. Aber wenn der Planet tatsächlich existiert, dann wird er ihn auch finden. Davon ist Bertigin überzeugt. Er forscht zusammen mit anderen Astronomen am Subaru-Teleskop auf dem Vulkan Mauna Kea in Hawaii weiter. Dank unserer Daten und Computermodelle haben wir jetzt einen Lageplan. Wir können auf einen bestimmten Teil des Himmels zeigen und sagen, aha, da drüben muss Planet 9 sein. Es wird nicht leicht werden, ihn zu finden. Er ist äußerst lichtschwach. Vielleicht wird es Jahre dauern, aber wir werden ihn finden. Da bin ich mir sicher. Wenn die Planetenjäger recht behalten, werden sich für die Astronomie ganz neue Welten öffnen. Das Sonnensystem wäre auf einmal viel größer. So eine Horizonterweiterung gibt es in der Menschheitsgeschichte nicht alle Tage. Es ist ein Segen und ein Privileg, dass wir gerade jetzt an diesem Problem arbeiten können. Dass wir vielleicht einen Riesenplaneten in unserem Sonnensystem übersehen haben, zeigt doch, dass das Universum uns ständig neu überrascht. Es fordert uns auf, die Dinge um uns herum gründlicher zu erforschen. Denn wir wissen nicht, was da draußen noch alles lauern könnte. Die NASA hat inzwischen eine öffentliche Suche nach dem vermissten Himmelskörper gestartet. Über die Website Backyard Worlds kann jeder Astrofan nach neuen Welten in unserer kosmischen Nachbarschaft spähen. Und vielleicht eine bahnbrechende Entdeckung machen. Als Wissenschaftlerin finde ich es am tollsten, wenn etwas Unerwartetes passiert. Noch gibt es nur indirekte Hinweise auf Planet 9, aber ich habe schon ein Fläschchen Champagner kaltgestellt. Und sobald wir Planet 9 gefunden haben, lasse ich die Korken knallen.